Wir sind hier im Bundesverwaltungsgericht in Leipzig und gestern gab es dann die Nachricht, dass Herr Pistorius kapituliert hat und kapituliert im Sinne der Duldungspflicht. Die Duldungspflicht, die für die Covid-19-Impfstoffe ins Basisimpfschema eingetragen wurde, die ist quasi seit heute gekippt, beziehungsweise Herr Pistorius musste sie kippen. Druck der unabhängigen Medien unter anderem hat natürlich dazu sehr stark beigetragen und man sieht die unabhängigen Medien wachsen, während die Altmedien Schwierigkeiten haben, tatsächlich diese Meldung zu bringen und auch unbefangen zu bringen. T-Online zum Beispiel hat heute geschrieben, auch wenn man es gar nicht erwähnen sollte, dass Herr Pistorius selber derjenige war, der es gekippt hat. So ist es nicht. Also auch wieder eine Falschmeldung von T-Online, denn der Druck, den die Anwälte und die unabhängigen Medien gemacht haben, führte dazu, dass Pistorius hätte Daten vorlegen müssen, die er nicht hat. Und dadurch hat er am letzten Tag vor der Verhandlung hier vom Bundesverwaltungsgericht nun beschlossen, die Covid-19-Impfstoffe mangels Evaluierungsdaten selbst herauszunehmen. Ob das Verfahren hinfällig wird, ist jetzt fraglich. Wir werden uns das jetzt alles genau angucken. Es gibt natürlich noch Nachfolgedinge. Die Soldaten müssten ja rehabilitiert werden und so weiter und so weiter. Da sind ja viele aus dem Dienst geschmissen worden, haben Gefängnisstrafen gekriegt und so weiter. Darüber wird heute zu reden sein. Das wird sehr spannend. Heute Abend bei Elia T. werde ich ausführlich nochmal darüber berichten können. Ich freue mich schon drauf.